Meine wichtigsten Eindrücke sind natürlich hier in Lüderitz immer schneller zu Windsurfen. Das ist der Hauptgrund, warum wir schon seit fast 10 Jahren herkommen und immer wieder unser Personal Best und Weltrekorde brechen. Als Gran Canaria aufgewachsen, haben sie gesagt, in Hawaii kannst du nicht gewinnen. Ich habe es trotzdem geschafft, als erster Europäer da ein Wave-Rennen zu gewinnen in Noquipa. In 19 Jahren war ich fast unschlagbar. War insgesamt 7-mal Weltmeister in der Disziplin. Und insgesamt sind es mit Slalom, Speed und sogar in Freestyle einmal 42 Weltmeistertitel. Das heißt, ja, ich bin ein Wettkampftyp, ich möchte mich immer verbessern. Und das ist natürlich im Speed auch so, wenn man es nicht verbessern möchte, dann wird man nicht schneller werden, als man eigentlich ist. Natürlich ist der größte Faktor hier der Wind in Kombination mit der Qualität des Kanals. Man kann eigentlich sagen, dass die Speed-Surfer eine große Familie sind. Man trifft sich einmal im Jahr hier in Lüderitz. Speziell die Top-Leute, darum es geht, jetzt mal die 100 km/h zu knacken. Jeder ist angespannt, weil jeder weiß, dass man am absoluten Limit ist, wenn der Wind hier richtig stark pustet, sozusagen. Und das ist immer wieder eine schöne Herausforderung. Windsurfen ist für mich eine Disziplin, die absolut kein Limit hat. Man kann sich immer verbessern, man kann immer schneller surfen, aber es kann auch was schief gehen. Und man muss aus seinen Fehlern lernen können. Das gehört einfach dazu. Das nächste Ziel ist logischerweise höher gesteckt und das sind die 100 km/h.